Mich hat sehnlich danach verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor ich sterbe. So begann in Anklang an Lukas 22,15 Papst Innozenz III. Seine Eröffnungsrede zum 4. Laterankonzil, das am 11., 20. und 30. November 1215 in Rom tagte. Die Ansprache ist nur fragmentarisch erhalten. Ein neuer Textzeuge ist erst vor 50 Jahren neu entdeckt worden. Was wollte der Papst damit sagen? Spricht hier ein Todgeweihter, wie die ältere Forschung meinte? Immerhin ersetzt der Text das Ante quam patia, bevor ich leide, des Bibeltextes, durch ein Ante quam moria, bevor ich sterbe. Ahnte Innozenz vielleicht auch die bevorstehenden Auseinandersetzungen mit Friedrich II., die er dann nicht mehr in der Fülle oder in der Gänze erlebte? Bedeutete der Hinweis auf das Passamahl aber nur Leiden oder war dieses Mal nicht vielleicht auch zugleich ein letztes Fest? Jedenfalls scheinen die Leiden hinsichtlich der Aufgaben eines Kreuzzugs und der Heretikerbekämpfung in Südfrankreich wichtige Punkte des Konzils gewesen zu sein, wenn man daran denkt, dass nach dem Papst auch der Patriarch von Jerusalem und Tediscus von Akt, also aus Südfrankreich, das Wort ergriffen. Jedoch erschließt der Papst an weiterer Stelle das Bild des Passamahls in einem körperlichen und spirituellen Sinn. Das Heilige Land als Pascha Temporale korrespondiere, so Innozenz, mit der Reform als Pascha Spirituale. Mich hat sehnlich danach verlangt, dieses Passamahl mit euch zu essen, bevor ich sterbe. Sind dies aber vielleicht nur die Worte eines Papstes, der zwar biblisch und theologisch formulierte, aber im Grunde juristisch dachte? War das Konzil die Bühne, um die päpstliche Zentralgewalt zur Geltung zu bringen, wie jüngst Jochen Jorenth unterstrichen hat? Wo stand die lateinische Christenheit 1215? Wo stand der Papst? Als der Staufer Friedrich II. Am Jakobstag 1215 in Aachen feierlich gekrönt wurde und einen Kreuzzug versprach, war ihm vielleicht bewusst, dass wenige Monate später eine große Kirchenversammlung in Rom in der Lateranbasilika dies bekräftigen sollte. Jedenfalls konnte er es wissen. Viele einschneidende politische Ereignisse waren für die Geschichte Europas in den Jahren vor dem Konzil zu vermelden. Der Erfolg der christlichen Heere gegen die Muslime auf der Iberischen Halbinsel 1212 bei Las Navas de Tolosa, die Klärungen im deutschen Thronstreit, die militärisch in einer Entscheidung zwischen Kapetingern und Staufern einerseits sowie Plantagenets und Welfen andererseits in der berühmten Schlacht von Bouvines 1214 besiegelt wurden. In England folgte 1215 die Magna Carta Libertatum, die für ein neues Verhältnis von Königtum und Adel sorgte und Innozenz III. Ebenso beschäftigen sollte. Aber nicht nur hier liegt die Bedeutung der Jahre um 1215. Wir könnten in andere Bereiche wechseln und auf die Literatur dieses beginnenden 13. Jahrhunderts mit Walter von der Vogelweide, mit Wolfram von Eschenbach oder Rudolf von Ems und auf die Werke von Alexander Neckem, Wilhelms von Auxerre, Robert Grosseteste, Gervasius von Tilbury mit ihren lateinischen Schriften oder gar auf die rechtlichen Glossenapparate des Johannes Teutonicus schauen, die dieser in den Jahren 1210 bis 1216 erstellte, ganz zu schweigen vom künstlerischen Schaffen mit vielen spätromanischen und frühgotischen Bauwerken. Das vierte Laterankonzil war aber auch der bedeutende Abschluss der vier großen Konzilien, die seit 1123 sich mit dieser großen römischen Kirche, der Bischofskirche, verbanden. Waren dies Versammlungen, die im Wesentlichen päpstlich bestimmt waren und die Konzilsväter gleichsam als Staffage für die päpstlichen Entscheidungen benutzten? Zumindest fällt ein Sachverhalt auf. Die drei Versammlungen 1123, 1139 und 1179 fanden nach den Einigungen im Investiturstreit sowie nach einschneidenden Papstschismen statt.
ging es hier vielleicht nur darum, die Ergebnisse solcher Auseinandersetzungen in einem breiten Rahmen zu stellen, den übrigen Episkopat gleichsam mitzunehmen nach schon getroffenen Entscheidungen, boten dann die Konzilien vor allem eine Möglichkeit, die päpstliche Macht eindrücklich zu demonstrieren. Das Vierte Lateranum, wir hörten es eben schon, war offensichtlich breiter als die drei Vorgängerkonzilien angelegt. Allein, wenn man die Kanones betrachtet, die von zahlreichen innerkirchlichen Regelungen bis zu Fragen von Häresie, Judenverfolgung, Kreuzzug, Rechtsverfahren und anderen Aspekten reichen. Verdankte sich diese Breite der Handschrift Lothars von Senji als Papst Innozenz III., der in allen diesen Bereichen deutliche Akzente setzte und den man oft als großen, in Anführungszeichen, Juristenpapst bezeichnet hat. Lag hier die Grundlage für die bekannte Bulle Unam Sanctam des Papstes Boniface VIII., knapp 100 Jahre später, welche die päpstliche Vollgewalt, die Plenitudo Potestatis, deutlich und noch deutlicher formulierte. Lässt sich der Anteil des Papstes aus seinen Schreiben und Reden oder aus seinem Verhalten im Verlauf des Konzils ableiten? Welche Verbindungslinien lassen die Beschlüsse zu anderen schon existierenden Texten oder Ideen erkennen? Wo lagen die Schwerpunkte der päpstlichen Herrschaft Innozenz III.? Ich möchte in meinem Vortrag zunächst auf die Einladung schreiben und die Eröffnungsrede des Papstes sowie auf den Verlauf des Konzils zu sprechen kommen, dann in einem zweiten Schritt die wesentlichen Beschlüsse vorstellen und einordnen, um schließlich drittens die Rolle des Papstes genauer zu bestimmen, wobei ich den Blick auch über das Laterankonzil im Engeren richten werde. Zitat: In den Weinberg des Herrn brechen Tiere aller Art ein, um ihn zu verwüsten. So beginnt das Einladungsschreiben Vinam Domini Sabaoth des Papstes vom 19. April 1213. Der Weinberg des Herrn, zu dessen Bestellung das Einladungsschreiben auffordert, ist ein beliebtes Bild für die Aufgabenfelder der Kirche. Denkt man daran, dass beispielsweise Alexander III. 1179 auch zur Bearbeitung des Ackers bei seiner Einladung zum dritten Laterankonzil einlud. Zwei Dinge hätten, so Papst Innozenz III., sein Herz in letzter Zeit bewegt: die Wiedererlangung des Heiligen Landes und die Reform der universalen Kirche. Unter Tränen habe er häufig gebetet, damit Gott ihm seinen Willen offenbare, und er habe mit den Kardinälen und anderen klugen Männern die Einberufung eines Konzils beschlossen. Und dann folgt eine Agenda, auch das schon kurz anzitiert von Herrn Höpfinger: Laster sollten ausgerottet und Tugenden eingepflanzt, Auswüchse korrigiert, die Moral gebessert, Irrlehren beseitigt werden. Zitat Ende. Es folgt dann ein langer Katalog von Aufgaben und Vorschlägen. Dann nimmt der Papst in einem weiteren Abschnitt zur langen Vorbereitungszeit, immerhin mehr als 2 Jahre, Stellung und bemerkt, dass er viros prudentes, kluge Männer in alle Provinzen geschickt habe, die dort ermitteln sollten, was, Zitat, durch die apostolische Fürsorge, Zitat Ende, getan werden müsse. Außerdem wolle er geeignete Männer, viros idoneos, für die Angelegenheiten des Heiligen Landes ausschicken. Wörtlich heißt es: Außerdem wollen wir geeignete Männer vorausschicken, die das Heiliglandprojekt betreiben sollen, damit wir es erforderlichenfalls später mit Billigung des Heiligen Konzils persönlich in die Hand nehmen können, um es zum Erfolg zu führen. Zitat Ende. Der Episkopat wird ebenso ermahnt zu klären, was der Korrektur und Reform bedürfe, und möge zur Teilnahme am Konzil überflüssige Ausgaben vermeiden. Herr Höpfinger wies schon auf die Sparsamkeit hin, aber der Episkopat möge bei der Vorbereitung des Kreuzzuges helfen. Innozenz III. Verfasste dieses Einladungsschreiben in einer Zeit, als zahlreiche, teilweise schon genannte Konfliktherde auch das Papsttum betrafen.
Eine Angelegenheit stand aber offensichtlich deutlich im Vordergrund. Der Verlust Jerusalems 1187, den schon Papst Gregor der VIII. Mit einem Rundschreiben Audita Tremenda beklagt hatte, das war nicht vergessen. Schon an die päpstlichen Vorgänger waren mehrfach Hilferufe aus dem Heiligen Land gerichtet worden. Patriarch Heraklius hatte im September 1187 geschrieben, weitere Bitten sind erst vor kurzem erschlossen worden. Der vielfach diskutierte päpstliche Aufruf Audita Tremendae, eine Litera von 1187, dokumentiert den tiefen Schmerz Gregors des VIII. 25 Jahre später, 1212, sollte Innozenz III. Um ein Vielfaches verstärkt seiner Freude darüber Ausdruck geben, dass die Christen in Las Navas de Tolosa gegen die Muslime in Spanien gesiegt hätten. Nach diesem Sieg stand ein neuer Kreuzzug gleichsam auf der Tagesordnung. Er verlangte aber nach Ergänzung oder besser gesagt nach Fortführung im Osten, zumal der Kreuzzug von 1204 unter venezianischer Dominanz nach Konstantinopel geführt hatte. Die Stadt am Bosporus war 1204 von Venezianern erobert und ein lateinisches Kaiserreich errichtet worden. Auch in Südfrankreich sprach man bei der Bekämpfung der Häresie von einem Kreuzzug. Wie sollte man die mit den Namen Katharer oder Albigenser belegten Glaubensabweichler zum rechten Glauben zurückführen? Dies musste diskutiert werden, ganz abgesehen von den Fragen, die sich aus der Konkurrenz zwischen dem Welfen Otto dem IV. Und dem Staufer Friedrich dem II. Im Reich ergaben. Innozenz große Sorge und dominante Sorge um den Kreuzzug geht aber auch daraus hervor, dass der Papst wenige Tage nach dem Einladungsschreiben am 26. April 1213 an den Patriarchen Albert von Jerusalem schrieb und die Enzyklika Veniam Domini beilegte. Er wollte sicherstellen, dass die künftigen Konzilsteilnehmer nicht einen schlechten Eindruck vom Lebenswandel mancher Bewohner des Heiligen Landes erhielten. Der Patriarch sollte deshalb den König sowie die Templer und andere Ritterordensangehörige tüchtig ermahnen. Außerdem bat der Papst den Patriarchen darum, dem Sultan von Damaskus einen beiliegenden Brief zu übermitteln. Der Sultan solle das heilige Land, das er zu Unrecht besitze, den Christen zurückgeben. So einfach ist das dort formuliert. Innozenz ersucht schließlich den Patriarchen außerdem, früher zu kommen, Zitat, du mögest so früh wie möglich noch vor dem für die Feier des allgemeinen Konzils festgelegten Termin hierher kommen. Bringe auch einige kluge und zuverlässige Männer mit, die guten Einblick haben in die sachlichen, zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten. So die Worte des Papstes. Die mithin außergewöhnlich lange Vorbereitungszeit von 2 Jahren zeigt, wie ernst Innozenz das Konzil nahm. Neben dieser intensiven Vorbereitung fällt im Vergleich zu früheren Konzilien die große Beteiligung auf. Neben Bischöfen, Äbten, den Generalkapiteln von Citeaux und Prémontré, den Großmeistern der Ritterorden wurden sogar eine Neuerung Vertreter der Kathedral- und Stiftskapitel nach Rom gebeten. Dies verbreiterte die Basis für gesamtkirchliche Beschlüsse. Könige, Fürsten und städtische Vertreter waren vor allem deshalb geladen, weil über einen Kreuzzug geredet werden sollte. So versammelte das Konzil schließlich die wichtigsten Repräsentanten des Abendlandes und des Ostens, auch der Primas der Maroniten sowie der lateinische Episkopat aus den Kreuzfahrerstaaten war zugegen. Die Ladungsschreiben zeigen, dass Innozenz nicht nur den Orbis Latinus, sondern in spätantiker Tradition die ganze Christenheit mit dem Begriff Christianitas bezeichnet, versammeln wollte, was zu einem für mittelalterliche Verhältnisse riesigen Konzil führte. Wenn man die Zahlen sprechen lassen will, so waren aus 200 Mitgliedern beim ersten Laterankonzil 1123 nun rund 1200 geworden, genauer
400 Kardinäle, Patriarchen, Erzbischöfe und Bischöfe sowie 800 weitere Kleriker. Blickt man nur auf die Bischöfe, so kamen beim zweiten Lateranum 1139 100, beim dritten Lateranum 300 und eben 1215 400 Würdenträger zusammen. Ein anonymer Zeitgenosse kommentierte, dass eine solche Menge bisher kein Auge geschaut, kein Ohr je gehört habe. Das Zitat stammt aus dem 1964 publizierten, in Briefform verfassten Bericht eines Augenzeugen, der wohl aus Deutschland stammte. Er lässt neben dem Bericht des Richard von San Germano den Verlauf der Versammlung deutlich werden. Und dies sei hier kurz vorgestellt. Drei Sitzungstage beginnen am Martinstag am 11.11., zweiter Sitzungstag am 20.11. und dann der Abschluss am 30.11., dem Andreastag. Das bildete die Grundstruktur. Nach einleitenden Bemerkungen schildert der genannte Gewährsmann, der auch Anonymus aus Gießen heißt, wegen der aufgefundenen Handschrift in Gießen, den Beginn der ersten Sitzung am Martinstag mit einer Messe im Lateran, der nur Kardinäle, Erzbischöfe und Bischöfe beiwohnten. Danach wurden die anderen Ordines zugelassen und das Veni Creator Spiritus angestimmt. Nach der Oratio habe der Papst in seiner Ansprache zur Befreiung des Heiligen Landes gemahnt, danach habe der Patriarch von Jerusalem das Wort ergriffen. Diese beiden Ansprachen bildeten gleichsam eine Grundmelodie. Die schon anfangs kurz zitierte Predigt Innozenz des Dritten entsprach dem Zeitgeschmack. Sie legte Schrifttexte im allegorischen Sinn aus. Das schon genannte Pascha-Fest ist die Feier des Konzils, Zitat, für die Reform der ganzen Kirche und vor allem für die Befreiung des Heiligen Landes. Wenn aber Pascha eine doppelte Etymologie besitze und sowohl Übergang als auch Leiden bedeute, dann gäbe es eben auch einen dreifachen Übergang. Körperlich nach Jerusalem, geistlich zu einer Reform und ewig, das heißt von diesem Leben zum neuen Leben, also zur Herrlichkeit. Diese Auslegung nach dem drei- oder vierfachen Schriftsinn wird deutlich. Innozenz bemühte in der Ansprache weitere biblische Bezüge, wenn er unterstreicht, er sei bereit, den Kelch des Leidens zu trinken, wenn dieser ihm für die Verteidigung des katholischen Glaubens oder der Befreiung des Heiligen Landes oder für die Freiheit der Kirche gereicht werde. Obwohl die Probleme des Heiligen Landes in der Eröffnungsrede dominieren, so kommt Innozenz auch auf die Reform der Kirche zu sprechen, die er durch die Klerusreform angehen will. Zitat, denn alle Verderbtheit geht hauptsächlich vom Klerus aus. Wenn nämlich der geweihte Priester sündigt, verleitet er das ganze Volk zur Sünde. Zitat Ende. Die häufig angewandte Frageform in der Predigt zu Beginn des Konzils ist rhetorisches Mittel. Innozenz will die Zuhörer fesseln, damit sie seine Ziele mittragen. Wie verlief das Konzil anschließend entsprechend der historiografischen Berichte? An zwei folgenden Tagen gab es sogenannte Arbeitssitzungen, so liest man es zuweilen in der Literatur. Dort sei über die Angelegenheiten des Patriarchen von Konstantinopel, dann am dritten Tag über die Angelegenheiten zwischen den spanischen Metropolen Toledo und Compostela entschieden worden. Der nächste Absatz schildert darauf die Auseinandersetzungen in Südfrankreich um die Albigenser, was mehrere Tage zur Beratung in Anspruch genommen habe. Die nächsten beiden Absätze erzählen einige liturgische Ereignisse am Sonntag nach Martini und am Oktavtag von Martini. Die nächsten Abschnitte berichten dann wieder wesentlich ausführlicher. Es geht um den Streit zwischen dem Staufer Friedrich II. Und dem Welfen Otto IV. Tumultarische Verhandlungen werden geschildert, bevor das Ergebnis zugunsten Friedrichs II. Festgehalten wird. Die dritte Sitzung am Andreastag, am 30. November, hielt zunächst die Beschlüsse zur Rechtgläubigkeit und zur Zurückweisung von Häresien, besonders des Joachim von Fiore, fest.
Danach berichtet unser Augenzeuge über die Kreuzzugspläne mit interessanten Details am Rande zur Einrede des Mainzer Erzbischofs. Als dieser nämlich die Stimme erheben wollte, gebot der Papst ihm Schweigen und sagte: Audias me modo post hac audiam te. Erst solle er, Innozenz, gehört werden, danach wolle der Papst auch den Erzbischof hören. Der Papst riss in dieser Situation die Diskussion an sich und die Einlassungen des Erzbischofs waren de facto erledigt. Der vorletzte Absatz berichtet zum Abschluss Folgendes. Die Constitutiones wurden gelesen, leguntur, und weil die Zeit schon vorgerückt gewesen sei, es sei die neunte Stunde gewesen, habe der Papst eine große Kreuzreliquie aus Konstantinopel gezeigt, das ist aus den Erwerbungen von 1204 ganz sicher, und dann nach der Verehrung durch Kniebeugen das Te Deum angestimmt. Nach der abschließenden Kollekta erfolgte der Segen mit dem Heiligen Kreuz und es wird darauf verwiesen, dass es nur drei große Sitzungstage dieses Konzils im Lateran gegeben habe. Der Bericht schließt damit, dass er von der Rückkehr der meisten Bischöfe erzählt, aber auch wissen will, dass vor allen Dingen Bischöfe aus Deutschland den Advent über und bis zur Fastenzeit in Rom geblieben seien. Der Schnee dürfte, das steht nicht im Bericht, aber der Schnee dürfte von der Überquerung der Alpen in dieser Jahreszeit abgehalten haben. Was ist zunächst an diesem Ablauf zu erkennen? Symbolisierten vielleicht die drei Hauptsitzungstage die Trinität, die eine so wichtige Rolle im ersten Ihnen vorliegenden Kanon spielt? Griff das symbolisch den ersten Konzilskanon auf, der ja trinitarische Fragen mit Blick auf die Lehren des berühmten Joachim von Fiore erörterte und schließlich die klassische Lehre bekräftigte, aber auch erweiterte? Was bedeuteten die kurz skizzierten Tumulte am zweiten und dritten Sitzungstag und das Verhalten des Papstes? Stärkte diese Vorgehensweise Innozenz des Dritten in kritischen Situationen die päpstliche Autorität? Wie nutzte man aber, und dazu sagen die Historiographen nichts oder wenig, wie nutzte man die Pausen zwischen den drei Sitzungstagen? Zwar wurden hier anhängige Streitigkeiten behandelt, wie der Streit zwischen Toledo und Braga beziehungsweise Toledo und Compostela um den Primat auf der Iberischen Halbinsel. Aber vielleicht wurden ja die Pausen auch genutzt, um die Konzilsväter in bestimmte Richtungen zu lenken. Damit, meine Damen und Herren, leite ich vom Verlauf zu den Beschlüssen über. Die Ihnen vorliegenden Kanones, die Beschlüsse sind vielfältig und nicht ganz einfach zu ordnen. Die besondere Bedeutung oder Sonderstellung des Kreuzzugsanliegens geht daraus hervor, dass der sehr umfangreiche Kanon 71 hierzu an das Ende gesetzt ist. Wie lassen sich aber die übrigen Kanones ordnen? In der späteren Rezeption, die Werner Malitschek im zweiten Vortrag behandelt wird, können wir Hilfe finden. Der Prolog der Casus Parisienses verfolgt eine Anordnung laut dem dekretalen Schema und unterteilt in fünf Abschnitte und ich folge dieser Unterteilung. Zum ersten Teil gehören die ersten vier Kanones, die den katholischen Glauben betreffen. Es sind zudem Bestimmungen zu Häresien und zu unterschiedlichen Riten in Ost und West. Wohl nach dem Vorbild des Codex Justinianus steht die Constitution de Fide Catholica am Beginn der Beschlüsse. Dies gewinnt auch seinen systematischen Sinn, weil sich die drei folgenden Kanones mit Glaubensabweichlern beschäftigen. Der zweite Teil, entsprechend der Casus Parisienses, fasst die Kanones 5 bis 22 zusammen. Hier geht es zunächst um kirchenrechtliche und pastorale Fragen, Kanon 5 bis 11. Dies reicht von der rechtlichen Stellung der Patriarchen über die Provinzialkonzilien, dann über Mittel zur Beseitigung von Missständen und Untersuchungsverfahren bis hin zur Förderung von Predigt und Schulbildung an den Kathedralkirchen im 10. und 11. Kanon. Kanon 12 bis 18
betreffen das Religiosentum und die Klerikerdisziplin. Konkrete Dinge werden benannt, Trunksucht oder Gelage von Klerikern, aber auch andere Missstände werden in einzelnen Kanones erörtert. Es folgen schließlich Bestimmungen zum Sakramentenrecht 19 bis 22, einschließlich Beichtgebot 21 und Krankenfürsorge 22. Der dritte Block umfasst die Abschnitte 23 bis 34 und enthält vor allem Kanones zum Wahlverfahren 23 bis 26 und zum Pfründenrecht 27 bis 34. Der vierte Teil mit den Kanones 35 bis 49 betrifft das kanonische Prozessrecht und Fragen der Exkommunikation. Und schließlich entsprechen die letzten 20 oder 21 Kanones von 50 bis 71 im fünften Abschnitt etwa dem fünften Buch des Liber Extra von 1234, von dem Werner Maleczek noch reden wird. Hier geht es um Ehe, um Zehnte, um Reliquien, Ablass, Simonie. Fünf Kanones behandeln Menschen außerhalb der Kirche, beschäftigen sich also mit der Stellung von Nichtchristen. Und schließlich handelt der abschließende Kanon 71, wie schon hervorgehoben, vom Kreuzzug. Da Herr Kollege Maleczek noch die langfristigen Wirkungen dieser Kanones vorstellen wird, und die waren gewaltig, auch Herr Höpfinger hat das ja schon deutlich gemacht, geht es hier zunächst darum zu fragen, auf welchem Nährboden die Rechtssätze entstanden, bevor sie zu Kanones des vierten Laterankonzils wurden. Die lange Vorbereitungszeit zwischen Einladung und den Sessionen war schon erwähnt worden. Wie hoch war der Anteil des Papstes an den Beschlüssen und lassen sich vielleicht sogar konkrete Vorlagen oder vorlagenähnliche Texte ausmachen? Ich beschränke mich auf einige Beispiele. Das umfangreiche Glaubensbekenntnis im ersten Kanon liest sich fast wie eine Erläuterung zum Credo von Nicäa Konstantinopel, allerdings mit Erweiterungen. Außerdem hat man die Bezüge einiger Passagen zum 11. Konzil von Toledo hergestellt, dass die Auffassung der Kirchenlehrer Athanasius, Ambrosius, Hilarius, Fulgentius und Augustinus aufgegriffen hatte. Die Passage des ersten Kanons, ich zitiere in deutscher Übertragung, Jesus Christus, dessen Menschwerdung von der ganzen Dreifaltigkeit gemeinsam gewirkt wurde, Zitat Ende, lässt zumindest an das Toletanum denken. Wir glauben aber, Zitat, dass der Sohn nicht nur vom Vater, sondern auch vom Heiligen Geist gesandt worden ist und von sich selbst, denn untrennbar ist nicht nur der Wille, sondern auch das Wirken der ganzen Dreifaltigkeit. Zitat Ende. Auch die Bemerkungen zur Auferstehung mit dem eigenen Leib könnten auf das Toledanum im 7. Jahrhundert verweisen. Die Ekklesiologie dieses ersten Kanons ist aber auch neu, wenn man bedenkt, dass hier die Kirche auf Christus dergestalt bezogen wird, dass Christus Priester und Opfer zugleich, Zitat war das, sei. Christi Leib und Blut seien im Altarsakrament in Brot und Wein wahrhaft enthalten, denn sie seien durch Gottes Macht transsubstanziiert, Wesen verwandelt worden. Die theologischen Überlegungen des 12. und des 13. Jahrhunderts finden sich hier, erinnert sei an Alanus ab Insulis und an Stephen Langton. Aber der Papst hatte sogar selbst in seiner sechsteiligen Abhandlung De Sacro Altaris Mysterio über das Geheimnis des Altares zur Transsubstantiation Stellung bezogen. Wie immer man heute zu diesen Festlegungen steht, das Konzil rezipierte jedenfalls die neuesten Überlegungen der damaligen scholastischen Theologie. Meine zweite, damit zusammenhängende Überlegung betrifft die Reformsynoden des beginnenden 13. Jahrhunderts außerhalb Roms.
Neben dem Rückgriff auf Bestimmungen des Dritten Lateranums lassen sich eine Reihe weiterer Versammlungen nennen, an deren Beschlüsse mit diesen Kanones des Vierten Lateranums angeknüpft wurde. Eine zum Beispiel 1209 in Avignon zusammengetretene Synode schärfte die einschlägigen Bestimmungen des Zweiten und Dritten Laterankonzils erneut ein, handelte aber auch zusätzlich von der Bekämpfung der Heretiker durch Predigt und Überzeugung. Man hat Ähnlichkeiten zum Kanon 10, der Ihnen vorliegt, des Vierten Laterankonzils sehen wollen, wo es eben zur Predigt geht. Die Synodalstatuten, die Stephen Langton im Juni 1213 nach seiner Ankunft in England beschließen ließ, betrafen Kirchenzucht, Sakramentenverwaltung und Pastoral. Interessanterweise wurde auch hier der Empfang des Bußsakraments und der Eucharistie verpflichtend gemacht, nahm damit gleichsam den Kanon 21 des Vierten Laterankonzils mit Beichtpflicht und Osterkommunion vorweg. Stephen Langton gehörte aber zu den ehemaligen Studiengefährten Innozenz des Dritten, der damals noch Lothar von Zigny hieß. Zu diesem Personenkreis gehörte auch Robert de Courson, der als Legat in Frankreich ab 1213 mehrere Synoden abhielt und der auch durch eine Summa, die von den Questiones des Stephen Langton abhängig ist, bekannt ist. Die unter seinem Einfluss tagenden Synoden beschäftigten sich unter anderem mit Klerikerdisziplin und mit anderen Fragen der Pastoral. Die Reformer, die vor allem im 12. Jahrhundert mit der Domschule von Notre-Dame verbunden waren und deren Überlegungen oft als spekulative Theologie bezeichnet wird, waren in verschiedene kirchliche Ämter aufgestiegen. Innozenz der Dritte hatte Stephen Langton 1206 und Robert de Courson 1212 zur Würde von Kardinalpriestern verholfen. Nun konnten sie auch ihre Ideen in die Vorbereitung von Konzilsbeschlüssen direkt oder indirekt einbringen. Die Überlegungen der Pariser Theologen betraf aber auch die Sakramentalisierung der Beichte. Zu bestimmen war das Verhältnis von Todsünde und lässlicher Sünde, außerdem die Bedeutung des Bekenntnisses als Akt der Buße und der Genugtuung, das Verhältnis von Beichte und ewiger Strafe. Diese Überlegungen hatten bereits seit dem 12. Jahrhundert die Summae Confessorum konturiert. Die Heilung der Seele eines Sünders trat hier gegenüber der Strafe für die Sünde in den Vordergrund. Das pastorale Anliegen des Kanon 21 atmet damit den Geist dieser Summae Confessorum, wenn es dort heißt, dass der Beichtvater, Zitat Kanon 21, die näheren Umstände des Sünders und der Sünde sorgfältig erforschen müsse, um den richtigen Rat zu geben. Mein drittes Beispiel zum Zustandekommen der Kanones gilt dem wichtigen Kreuzzugskanon 71. Hier waren schon durch die Einladungsschreiben des Papstes gewisse Linien vorgezeichnet. Außerdem hatten aber die Kenner, wie Innozenz der Dritte es ja gewünscht hatte, eine Textvorlage erarbeitet, die der inzwischen neue Patriarch von Jerusalem, Radulf, auf der ersten feierlichen Sitzung verlesen hatte. Wir sind in der glücklichen Lage, dass der Historiograph Roger von Wendover diese Fassung überliefert hat. Sie weicht allerdings von der verkündeten Fassung, die Sie in Ihrem Konvolut am Ende sehen, ab. Neben vielen Einzelheiten werden zum Beispiel die Ausführungsbestimmungen im endgültigen Kanon 71 klarer gefasst. Zum Beispiel die Frage der Einkünfte aus den Pfändern, die Kreuzfahrer jüdischen Gläubigern überlassen hatte. Und schließlich ist noch auf die Vorarbeiten des Papstes Innozenz des Dritten selbst hinzuweisen. Neben seinen Briefen, und die Überlieferung ist ja gewaltig durch die Registerüberlieferung der Päpste ab 1198, neben diesen Briefen ist er aber mit verschiedenen Werken hervorgetreten, verantwortete aber auch vor allem die erste offizielle Dekretalensammlung, die sogenannte Compilatio Tertia von 1210 mit zahlreichen kirchenrechtlichen Satzungen.
Hier formulierte Innozenz der Dritte, so Christoph Meyer, bewusst abstrakt, um langfristige und übergeordnete Gültigkeit der Rechtssätze sicherzustellen. Meine Damen und Herren, dies leitet nun zu meinem dritten und letzten Abschnitt über, der das Verhältnis des Konzils zum Papst noch etwas genauer beleuchten soll. Schauen wir noch einmal auf die Eröffnungsrede. Ich will das Passamahl mit euch essen, bevor ich sterbe. Das Zitat nach Lukas 22,15 rückte den Papst, wie schon bemerkt worden ist, in die Nähe von Christus. Wenn er mit den Konzilsvätern wie Christus mit den Jüngern Mahl halten will, dann tritt der Papst an Christi Stelle. Dieser Christusbezug verweist auch darauf, dass nach früheren Titeln für den Papst wie Stellvertreter Petri, Vicarius Petri, nun die seit Gregor dem VII. Anzutreffende Bezeichnung Vicarius Christi, Stellvertreter Christi, auch bei Innozenz besonders häufig belegt ist. Sie löste die Bezeichnung als Stellvertreter Petri weitgehend ab und korrespondiert so mit dem Zitat der Eröffnungsrede. Schon an anderer Stelle hatte Innozenz geschrieben, Zitat, der Papst jedoch ist geringer als Gott, aber größer als der Mensch. Zitat Ende. Der starke Christusbezug ist auch bei der Beschreibung der religiösen Gemeinschaften in den Kanonis zu erkennen, sodass man sogar vom Prinzip der Christoformitas sprechen wollte. Welche Rolle nahmen dann aber der Papst ein und welche die Konzilsväter? Die Einladungsrede begründet folgendermaßen, Zitat, da es um das gemeinsame Wohl aller Gläubigen geht, wollen wir nach dem alten Brauch der heiligen Väter nur im Hinblick auf das Heil der Seelen zu gelegener Zeit ein allgemeines Konzil, Generale Konzilium, halten. Zitat Ende. Der Kanonist Huguccio verstand unter einem Generalkonzil ein Konzil mit päpstlicher Bestätigung. Insofern verlieh der Papst dem Konzil seine Universalität. Andererseits spricht die große Beteiligung, von der ich bereits sprach, für eine bedeutende Rolle der Konzilsväter. Albert Haug hat sogar die Meinung vertreten, dass das Vierte Lateranum den kollegialen Typus der Konzilien des 15. Jahrhunderts vorwegnehme. Horst Fuhrmann und Jürgen Mietke sind ihm darin teilweise gefolgt. Jüngst hat Christoph Meyer aber Zweifel an dieser Deutung geäußert und geltend gemacht, dass die Quantitäten der beteiligten Konzilsväter sich aus den Diskussionspunkten ergeben hätten, die Förderung des Kreuzzuges und der Kampf gegen die Häresie. Wenn wir die Beschlüsse zur Ketzerbekämpfung in den Blick noch nehmen, so lässt sich gegenüber früheren Versuchen, so auf dem dritten Laterankonzil, auch eine gewisse Änderung und Zuspitzung ablesen. Die Ketzerbekämpfung wird auf dem vierten Laterankonzil mit der Klerusreform verbunden. Eine reformierte Seelsorge mit einem neuen Bild vom Beichtvater, mit der Stärkung des Pfarrklerus und der Predigt wandte sich auch und zugleich gegen heretische Wanderprediger. Man könnte sagen, Kanzel und Beichtstuhl sollten es richten. Auch in diesem Zusammenhang wird der Blick auf die Pastoraltheologie gelenkt, die wiederum in Paris ihre Heimstatt hatte. Maurice de Sully mit seinen Predigttraktaten, Petrus Cantor oder Alanus von Lille gehörten zu den wichtigen Vordenkern, deren Schüler aber beispielsweise Jakob de Victry und Lothar von Senji, der spätere Papst Innozenz III., waren. Pastorale Handbücher nahmen vorweg, was später bei den zur gleichen Zeit entstandenen Ordensgemeinschaften der Dominikaner und Franziskaner gleichsam zum kurzen und griffigen Schlagwort nach Lukas 24,19 wurde, Verbo et Exemplo, durch Wort und Beispiel wolle man überzeugen und Terrain zurückgewinnen. Wenn wir auf den Kanon 10 des vierten Laterankonzils schauen, so heißt es dort, die Bischöfe sollten geeignete Prediger heranziehen, die mächtig, Zitat, sie haben die deutsche Fassung, die mächtig in Tat und Wort erbauen sollten. Eas verbo edificent et exemplo. Man könnte hinzufügen, dass die etwa 80 erhaltenen, freilich noch nicht ausreichend untersuchten Predigten Innozenz des Dritten sich auch an diesen Lehren der Artes Predicandi aus Paris anlehnten.
dass schließlich die Dominikanerliteratur später den eigenen Gründungsakt mit dem Laterankonzil verband, zeigt auch die Bedeutung dieser Bestimmungen. Will man die Person des Papstes etwas näher fassen, so dürfte es hilfreich sein, dessen verschiedene Werke kurz hervorzuheben. Sein Traktat über das Elend des menschlichen Daseins, den übrigens sogar noch Thomas Mann in seinem Zauberberg zitierte, sein Traktat über die Messe, seine Abhandlung über den vielfältigen Sinn der Ehe oder sein Kommentar über die Psalmen sind vielfältig, ja sogar massenhaft überliefert, zum Beispiel etwa 700 Handschriften von seinem Elendstraktat oder etwa 200 Handschriften zu seinen Überlegungen zur Messe. Dass diese Gedanken auch seine Politik während des Pontifikates bestimmten, lässt sich gut an seinen Einlassungen auf der Iberischen Halbinsel im Vorfeld der entscheidenden Schlacht von Las Navas de Tolosa 1212 ablesen. Meist werden für eine Interpretation hier nur die Kreuzzugsurkundenbullen herangezogen. Blickt man aber auf die Aktivitäten des Legaten Rainer von Ponza, so ging es bei der Vorbereitung dieser Schlacht vor allem um die Impia Foedera, die unheiligen Allianzen, die mit Muslimen gegen andere Christen abgeschlossen wurden, zum Zweiten aber auch gegen unkanonische Herrscherehen. Beides wurde in der Argumentation verknüpft und die erlittenen Niederlagen mit Sündhaftigkeit der Christen begründet oder aber auch mit der Heirat eines Herrschers mit einer Jüdin in Verbindung gebracht beziehungsweise mit einer erneuten Heirat. Damit griff der Papst Gedanken auf, die er in seinem Buch zur vierfachen Form der Ehe niedergelegt hatte, denn dem Matrimonium Carnale steht hier eine Unio Sacramentalis zur Seite. Insofern ist neueren Überlegungen, zuletzt von Matthias Maser, zuzustimmen, dass weniger allgemeine Konzeptionen zum Glaubenskrieg die Förderung der spanischen Reconquista vor 1212 in der Perspektive Innozenz des Dritten bestimmten, sondern dass bei den Äußerungen des Papstes und seines Legaten auch hier das Negotium Crucis, die Angelegenheit des Kreuzes, als eine Art Imitatio Christi, eine Nachahmung Christi, verstanden wurde. Was bedeutet dies, um das Verhältnis von Papst und Konzil zu bestimmen? Innozenz, so scheint es, war durch seine Pariser Studienzeit stark geprägt worden, wie nicht nur an seinen Schriften, sondern auch aus der Anwendung dieser Schriften geschlossen werden kann. Nur der kurze Tatenbericht der Gesta Innocentii und einige spätere Notizen wollen wissen, dass Lothar von Zenji auch in Bologna Recht studiert habe. Wenn die Belege zutreffen sollten, dann hat sich Innozenz aber nur relativ kurz dort aufgehalten. Blickt man auf die vielfältigen Bezüge auch der hier zur Diskussion stehenden Kanones von 1215, so scheint jedenfalls Paris die wichtigere Bezugsgröße gewesen zu sein. Vielleicht kann man das Konzil sogar als so etwas wie ein Kommunikationsforum über die verschiedenen Entwicklungen in Paris und an anderer Stelle des gelehrten Diskurses und der theologischen Praxis ansehen. Offensichtlich waren auch die Weggefährten von Paris wichtig, wenn man auf die Kardinalskreationen des Papstes schaut. Bologneser Studienfreunde spielten offensichtlich keine Rolle. Damit wird die Bezeichnung Innozenz des Dritten als Juristenpapst, ein Kampfbegriff des 19. Jahrhunderts, zunehmend problematisch, selbst wenn einige Jahrzehnte später der Kanonist Heinrich von Segusio oder Hostiensis Innozenz als Vater des Rechts, als Pater Juris bezeichnete. Dies zielt aber eher darauf, dass Innozenz durchaus die Formen der rechtlichen Setzung beherrschte und damit prägend wurde, wie wir noch hören werden. Aber über all dem stand viel eher ein pastorales Grundanliegen, das auch neu war. Mit der Verknüpfung dieses Anliegens und den Rechtssätzen des Konzils erreichte Innozenz eine, Zitat, Retheologisierung des Kirchenrechts, wie dies Peter Landau einmal ausgedrückt hat. Meine Damen und Herren, meine Schlussbemerkungen können kurz ausfallen, wenn Sie sich auf die Titelfrage meines Vortrags beziehen. Innozenz hat das Instrument des Konzils sicherlich für seine Vorstellungen genutzt, hat seine Imitatio Christi auch auf sich bezogen. Insofern ist die Dominanz des Papstes auf dem Konzil unstrittig.
Aber deutlich wird auch, dass die Vorarbeiten, die Denkanstöße zur Sakramententheologie, zur Predigt und Beichte, aber auch zu anderen Fragen auf einem breiten Diskussionsfundament aufbauten. Wenn man so will, Pariser Theologie fand den Weg nach Rom. Selbst für die Frage des Kreuzzugs war der Rat der gelehrten Männer wohl wichtig, wenn man auf die Änderungen der definitiven Textfassung blickt. Insgesamt blieben dabei die Fragestellungen wichtiger als die teilweise zeitgebundenen Antworten. Innozenz scheint, wie auch Werner Maleczek als großer Kenner seiner Politik immer wieder betont, wesentlich stärker Theologe als Jurist gewesen zu sein, wie nicht nur der Christusbezug, sondern auch seine Werke erkennen lassen. Dem Anspruch nach war er als Vicarius Christi sicher auch alleiniges Haupt der Christenheit. Jedoch bleibt der Begriff der Christianitas in den Quellen so vage, dass die Durchsetzung dieses Anspruchs auch von Innozenz III. Immer wieder neu ausgehandelt werden musste und das vierte Laterankonzil sicher nicht oder noch nicht den Höhepunkt päpstlicher Machtentfaltung darstellte. Innozenz hat das Passamal gegessen, aber er erlebte den Kreuzzug nicht mehr. Er starb am 16. Juli 1216 in Perugia, wo seine Überreste auch bis zum Pontifikat Leos XIII. 1878 bis 1903 verblieben. Im Auftrag des Papstes Leos XIII. Brachte ein Geistlicher seine Gebeine in einem Handkoffer mit der Eisenbahn nach Rom. Sic transit Gloria Mundi. Vielen Dank.